Optimist geht. Und Beharrlichkeit bedeutet ja auch, dass man Nein sagen kann und optimistisch zu etwas Nein sagen kann. Ein Unternehmer, Peter Friedli, hat mir einmal ein weißes Blatt gezeichnet mit einem schwarzen Punkt drauf und gesagt, was siehst du? Und habe ich gesagt, den Punkt. Und er hat gesagt, und der Unternehmer sieht die vielen Chancen. Also immer wieder in Veränderungen Chancen zu finden und auch zu nutzen, mit Opportunismus auch, macht das Unternehmertum aus. Und ab dem hat natürlich viele andere Konnotationen, dass es in der Schweiz eigentlich besser ist, als wir immer meinen, und so weiter und so fort.